Hallo und mal wieder herzlich willkommen bei Grenzenlos Leben. Heute zum Thema Kinderschändung und Vorratsdatenspeicherung. Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Thema behandeln soll, aber ich glaube, dieses Thema ist wichtig, weil hier werden zwei Dinge vermengt, die nicht zusammengehören. Kinderschändung ist das schlimmste Verbrechen, was es gibt. Kinderschändung kann man wirksam bekämpfen. Kinderschändung muss aus dieser Welt verschwinden, für immer. Aber Kinderschändung hat überhaupt nichts mit Vorratsdatenspeicherung zu tun. Hier passiert genau das, was die Eliten, die diese Menschheit unterdrücken, wollen. Die Vermengung von zwei Sachen zum Schutz von ihnen selber. Denn Kinderschändung kann man bekämpfen ohne Vorratsdatenspeicherung. Was ist überhaupt Vorratsdatenspeicherung? Das weiß vielleicht der eine oder andere nicht. Vorratsdatenspeicherung ist das Speichern aller relevanten Daten des Internetkontaktes, gegebenenfalls auch noch mehr. Das heißt, dass man verfolgen kann, wer wann, wo, wie, was im Internet gemacht hat. Soweit, so gut. Das bedeutet, dass man auf die Daten desjenigen zurückgreifen kann, dass man sie zurückverfolgen kann, der am Tag X vom Computer Y die Kinderporno-Datei oder Seite Z aufgerufen hat. Ja, für wie blöd hältst du eigentlich Kinderschänder? Kinderschänder und Pädophile haben eine extrem hohe kriminelle Energie, weil sie wissen, dass sie verfolgt werden. Von denen geht nicht einer auf offenen Wegen ins Internet. Behaupte ich mal. Von denen geht keiner auf den gängigen Wegen auf diese Webseiten. Der geht ins Darknet. Der nutzt VPN. Der nutzt Tor-Netzwerke. Ja, mit hohem geheimdienstlichen Aufwand kann man da auch hinterkommen. Aber damit erschlägt man nicht das Problem der Kinderschändung. Vorratsdatenspeicherung dient einzig und allein der totalen Kontrolle der Menschen, die arglos ihren Computer benutzen, für was auch immer, für wen auch immer und wo auch immer. Das ist die Wahrheit der Vorratsdatenspeicherung. Vorratsdatenspeicherung bringt überhaupt nichts gegen Kinderschänder, Mafia und andere Kriminelle, außer diese werden gezielt infiltriert und gezielt bekämpft. Aber das ist in dem extrem breiten gesellschaftlichen Problem der Kinderschändung eher nicht der Fall. Kinderschändung kann man viel wirksamer bekämpfen. Christine Lambrecht, frühere Justizministerin, hat ein zwar nicht hervorragendes, aber wenigstens brauchbares Gesetz gegen Kindesmissbrauch erlassen, was die Lücken zu der Gesetzgebung hier in den USA zumindest kleiner machen würde. Denn hier gibt es vernünftige Gesetze, um Kinder zu schützen. Nichtsdestotrotz ist hier der Ausgangspunkt des Kindesmissbrauchs und der Kinderschändung. Ich sage nur Jeffrey Epstein und sein Netzwerk. Aber all das sind Dinge, die bewusst miteinander vermengt werden, um die Leute vom Wesentlichen abzulenken. Kinderschändung kann man ruckzuck bekämpfen. Hier in den USA wäre es ganz einfach, Grenze dicht. Dann sind die ganzen unbegleiteten Kinder, die hier ins Land kommen und auf ungeklärten Wegen verschwinden, missbraucht werden, manche sagen sogar geschlachtet werden, diese Kinder sind dann nicht mehr zugänglich für die Schänder, die es in den USA gibt. Da gibt es mit Sicherheit ganze Netzwerke. Aber da muss man sich doch mal fragen, warum es diese Netzwerke in dem Land mit der höchsten Überwachungsdichte, mit den meisten Three-Letter-Agencies gibt. Genau. Weil Kinderschändung von den Eliten betrieben wird. Weil Kinderschändung von genau denen ausgeht, die Macht in den Händen haben. Weil sie so pervers sind, dass das, was sie an normaler Unterhaltung haben, ihnen nicht mehr ausreicht. Und sie den Extra-Kick
das Verbotene, das Wahnsinnige, das Geisteskranke, das Adrenochrom und noch ganz andere Sachen brauchen. Kinderschändung und Datenvorratsspeicherung hat so viel gemeinsam wie Kuh und Fliegen. Es gibt keinen sinnvollen Zusammenhang. Kinderschändung muss bekämpft werden. Kinderschändung kann bekämpft werden, wenn es einen gesellschaftlichen Konsens gibt. In Deutschland gab es das Ereignis in Lückte. Mir kann doch keiner erzählen, dass auf diesem Campingplatz über Jahre niemand irgendetwas mitbekommen hat. Das glaubt doch nur ein Idiot. Sachsensumpf, andere Dinge. Wer glaubt denn, dass das unbemerkt ist? Das Ganze passiert mit Billigung derjenigen, die die Menschen auch sonst unterdrücken. Und Kinderschändung endet erst dann, wenn die Menschen sich gegen die Systeme erheben. Gegen das, was ihnen als Demokratie vorgespielt wird. Denk mal drüber nach. Dein Klaus von Grenzenlos Leben.